Heute modelliere mir eine Fertigteiltreppe und das würde ich am besten so anfangen. Ich mache mir erstmal die Stufen in 2D, kopiere mir das Ganze, mache oben die Details, unten die Details und erstelle dann von den Zacken zu Zacken eine Linie, wie hier. Drehe meinen Systemwinkel, gebe meine statische Nutzhöhe ein und verschiebe diese Linie. Dann bilde ich die Unterkante, die Unterseite aus und die Oberseite aus. Ja, ich habe es noch ein bisschen punktmodifiziert, denn ich hatte keine Angabe. Dann gehe ich hier in meine Decke, mache eine Flächensuche und lasse die ausfüllen. Wenn man muss dann noch anschließend mit Umwandlung, Umbauplanung, die Attribuierung und die Oberfläche einer Treppe übergeben. Bei mir war das schon drin in der Treppe. Dann mache ich Element wandeln, Architekturbauteil zu 3D-Modell und dann kann ich auch den Schwerpunkt noch ermitteln und meine Transportanker anhängen.